Hey Leute, wir steigen in eine weitere Runde Wir müssen uns vorbereiten. Kommen Sie zu mir. Mit Garrus hier auf Omega. Und wir müssen wohl mit ihm reden, also dann reden wir doch mit ihm. Danke, Shepard. Sie sind kaum zu mir durchgekommen. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Sie kannten Garm? Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal. Hab ihn allein erwischt. Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen. Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen. Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert. Eine Laune der Natur. Er hat nicht aufgegeben, bis seine Watcher aufgekreuzt sind. Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen. Diesmal nicht. Gehen wir? Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. Kopf runter! Verdammt, ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet. Sie laden Truppen ab. Aufpassen, Shepard. Oh, das ist... Das ist Centa. Der Nächste. Hier in Deckung. Hab ihn erwischt. Das macht sie fertig. Lass mich mit der Kopf. Was, wo? Sie haben die hintere Treppe erreicht. So. So, hui. Die wissen nicht, dass wir da stehen. Oh. Das sieht nicht gut aus. Tut der. Na, der tut. Doch, der tut dem sogar was. Das kommt jetzt gerade recht. Oh nee. Ich glaube, ich habe mich da jetzt gerade sehr dumm angestellt. Ja, ein bisschen was hat's gebracht. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Dass ich das so einfach schaffe. Der Bogenprojektor war doch besser als gedacht. Oh. Oh mein. Wir schaffen Sie hier raus, Garrus. Halten Sie durch. Funken Sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Er wird es nicht schaffen. Oh no. Hoffentlich kann die Chuckwas da helfen. Erfahrungspunkte, zwei Gruppenpunkte, wir dürfen wieder Punkte verteilen. Missionsumfassung. Archangel aus Belagerung durch Söldner befreit und für das Team rekrutiert. Unsicher, ob Archangels Verletzung ihn daran hindert, bei der Mission von Nutzen zu sein. Enthüllung seiner Identität als Garrus Vakarian in jedem Fall hilfreich, um Shepard bei Laune zu halten. Die Vindicator haben wir bekommen, Maschinenpistolenschaden haben wir bekommen, Techschaden, Kredit. Oh, 20.000. Element Zero 500, okay.
Wow, Garrus ist wieder bei uns hoffentlich. Übersteht er das einigermaßen gut? Das wäre ja ganz gut. Den könnten wir gebrauchen gegen die Kollektoren. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ui. Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Nicht schlimmer als sonst. Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Naja, es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Offen gesagt mache ich mir mehr Sorgen um Sie. Cerberus, Shepard? Erinnern Sie sich daran, was für kranke Experimente die gemacht haben? Mhm. Cerberus hat diesmal recht, Sie müssen ihnen nicht trauen. Wir müssen ihnen nicht trauen. Sie sind meine Rückendeckung. Deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind, Garrus. Wenn ich schon in die Hölle muss, hätte ich gerne eine Vertrauensperson an meiner Seite. Ihnen ist aber schon klar, dass ich dann auch in die Hölle muss. Genau wie in alten Zeiten. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Plus 4 Vorbild. Forschung freigeschaltet. Avalanche. Aha. Tech-Schaden freigeschaltet. Und Maschinenpistole freigeschaltet. Gut. Ja. Das Abbild oder dieses Hologramm von unserer neuen Norman, die ist übrigens auch sehr hübsch gemacht. Gefällt mir. Gut, dann würde ich sagen, greifen wir doch mal auf das Forschungsterminal zu. Forschungsterminal. Waffen-Upgrades, Maschinenpistolenschaden, 2500 Iridium, das machen wir doch. Da können wir nichts mehr. Panzerungsschaden, Medigel-Kapazität erhöhen, 5000 Platin. Oh, Platin haben wir gar nicht mehr so viel. Ups. Tech-Schaden, 500 Element Zero, das machen wir. Genau. Und was haben wir sonst noch? Fortgeschrittenes Training, Avalanche, Iridium 15.000, das machen wir natürlich auch. Und die Raketenwerfer zu 5.000 Iridium, das machen wir auch. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Was wir so machen, dann würde ich sagen, reden wir als nächstes mit Mordin, wenn wir schon mal da sind. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Ich will über Sie reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Haben wir schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group, Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren. Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Was haben Sie getan? Was hat die Special Task Group mit der Kroganer Genophage angestellt? Zuerst untersucht, wie gesagt, aber dann überraschende Daten entdeckt. Kroganer-Population stieg schneller an als erwartet. Kroganer passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Überwanden die Krankheit? Wie ist das geschehen? Haben die Kroganer sich weiterentwickelt oder haben ihre Wissenschaftler ein Heilmittel entdeckt? Kroganische Wissenschaftler? Hab noch nie einen getroffen, der die Bezeichnung verdient hätte. Nein, natürliche Evolution. Physiologie der Kroganer extrem zäh. Organredundanz, Backup-Systeme, Zellenregeneration. Genophage wie jede andere natürliche Bedrohung. Kroganer haben sie durch Evolution überwunden. Oh, Evolution. War womöglich keine Anpassung. Vielleicht hatten sie einfach nur ein Jahr lang mehr Glück. Oder es sind weniger Söldner weg, sodass mehr Kroganer zur Wiederbevölkerung da waren. Bitte, Shepard. Soziale und umweltbedingte Faktoren wurden berücksichtigt. Bin kein Anfänger. Populationszunahme ist Ergebnis von Anpassung an Genophage. Andere Möglichkeit nicht vorhanden. Okay.
Das ist eine große Gefahr. Und was geschah dann? Das sind gute Nachrichten. Ich weiß nicht, ob das gute Nachrichten sind. Und was geschah dann? Was hat Ihr Team unternommen, als klar wurde, dass die Kroganer die Genophage langsam überwanden? Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet. Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker. Erstellten neue Version der Genophage. Haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt. Die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Was nochmal? War das die beste Lösung? Haben Sie nie andere Optionen erwogen? Hunderte, Tausende. Modifizierte Genophage hatte die besten Erfolgschancen. Population wurde stabilisiert. Bekannt werden hätte Zorn der Kroganer anheizen können. Möglicher Genozid oder vernichtender Krieg wurde verhindert. Beste Lösung für gesamte Galaxie, einschließlich Kroganer. Warum keine endgültige Lösung? Wenn die Kroganer so gefährlich sind, warum haben Sie sie dann nicht gleich sterilisiert? Bin kein Kriegsverbrecher, kein Mörder. Genozid nicht nötig. Kroganer sind gewalttätig und aggressiv, aber es gibt Ausnahmen, müssen bewahrt werden. Die Modifikation der Genophage schützte die Galaxie und gab den Kroganern die Chance zu überleben. Alle gewinnen. Gut für uns, gut für sie. Naja, ob man das so nennen, dass alle gewinnen, ich weiß nicht. Verteilung des Virus. Wie haben Sie die modifizierte Genophage verteilt? Geheimaktionen. Krankenhäuser, Clanzentren, Wasserversorgung. Sehr schwierig. Gibt nicht viele Salarianer auf Tuchanka. Team wurde einige Male gefasst. Musste sich freikämpfen. War chaotisch. Besser, wenn alles klappte wie geplant. Das ist immer so, wenn das ist besser, als wenn alles so klappt wie geplant. Effekte der Modifizierung. Wie hat Ihre Modifikation der Genophage funktioniert? Die Evolution der Kroganer führte an den Angriffspunkten der Genophage zur Ausbildung von genetischem Code, der die Krankheit schwächte. Die Modifikation sorgt dafür, dass dieser Code woanders benutzt wird und die Krankheit wieder wirken kann. Funktioniert einwandfrei. Sie haben das Richtige getan. Danke für die Mitteilung. Sie haben falsch gehandelt. Ich finde, die haben falsch gehandelt. Die Genophage war ein Fehler und fast ein Kriegsverbrechen. Genau. Sie ein zweites Mal zu erstellen war unverzeihlich. Wenn Sie mich nicht im Team wollen, nehmen Sie mich nicht mit. Kann hier bleiben und Forschung über die Kollektoren betreiben. Aber ich entschuldige mich nicht. Habe das Richtige getan. Hoffe, das werden Sie auch tun, falls es nötig wird. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das dauert eine Weile. Ich weiß jetzt nicht, ob die plus 4 dafür waren, dass wir dem Morden gesagt haben, dass er falsch gehandelt hat, aber naja. So, dann würde ich mal sagen, hauchen wir uns mal an, was Joker als nächstes so von sich zu geben hat. Hadley, ich habe von Ferris Fields gehört. Gibt's was Neues von Ihrem Bruder? Er ist weg. Sie sind alle weg. Aber wir holen sie zurück. Shepard und Lawson sind an der Sache dran. Wir holen Ihren Bruder zurück und dann werden die Kollektoren bezahlen. Oh, Ferris Fields. Okay, das ist wohl eine weitere Kolonie, die verschwunden ist. Der arme Hadley. Hey, Commander, wir haben Garrus zurück. Das ist großartig, denn er war immer mein Liebling. Mit diesem Stock im Arsch. Hey, was soll denn das für ein blöder Kommentar sein, Joker? Halt dich mal ein bisschen zurück. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Wir haben nur eine Meinungsverschiedenheit über die Personalisierung meines Arbeitsplatzes. Die Vorschriften von Cerberus sind eindeutig, Mr. Moreau. Personalisierung bedeutet nicht, dass Sie meine Kameras auf der Brücke verschmieren dürfen. Es ist nur wütend, dass das Material mit mir ausnahmslos aussieht wie aus einem Traum. Auf Wiedersehen. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Naja, Joker, ich weiß nicht, ob das so gut ist, was du da machst. So, dann würde ich sagen, reden wir noch ganz kurz mit Kelly. Wie geht es denn unserem neuesten turianischen Crewmitglied? Seine Wunden sind bestimmt sehr schmerzhaft. Garrus ist hart. Ich mache mir Sorgen um ihn. Er hat viel durchgemacht, nicht nur körperlich. Irgendetwas an ihm bringt mich dazu, dass ich ihn am liebsten umarmen und ihm ins Ohr flüstern würde. Alles wird gut. Lassen Sie ihn in Ruhe. Es mögen Sie Aliens? Das könnte ich brauchen. Er kommt schon wieder in Ordnung. Hey, das könnte ich brauchen. Ich habe auch viel durchgemacht, Kelly. Ein bisschen was von Ihrer Therapie wäre jetzt genau das Richtige. Eines Tages müssen wir uns mal etwas Zeit nehmen und ein richtiges Gespräch führen. Noch etwas, Commander? lassen Sie uns plaudern. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander.
Das haben wir schon alles gehabt. Schon gut. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Konnte ich Sie eigentlich noch? Ah ja. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Wie geht es der Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Noch etwas, Commander? Auf Wiedersehen. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Dankeschön, Kelly. Das habe ich gerade. Ungelesene Nachricht. Nachricht von Anderson, die kenne ich schon. Anweisung vom Cerberus Oberkommando. Berichten zufolge sind Sie derzeit im Omega-Nebel tätig. Wir möchten Sie, dass Sie eine Sache auf den... Ah, das haben wir auch schon. Froh, mich nicht verpflichtet zu haben. Von John Whitson. Whitson, wer ist denn Whitson? Hey, Arya hat mir ihre Adresse gegeben. Wir haben uns im Afterlife auf Omega getroffen. Sie haben mich davon abgehalten, bei den Söldnern anzuhören, die Archangel erledigen wollten, nachdem wir die Waffe weggenommen haben. Mann, ich war vielleicht sauer auf sie. Ich habe mich total betrunken und erst ein paar Tage später habe ich in den Nachrichten gesehen, dass Archangel fast alle diese Söldner erledigt hat. Ich weiß nicht, wer sie sind und wie sie da selber lebend rausgekommen sind, aber ich möchte mich bedanken. Als ich die Verlustzahlen hörte, kam ich mir richtig dämlich vor. Ich hätte mit Sicherheit dazugehört. Ich werde versuchen, aus meinem Leben das Beste zu machen. John Whitson. Hey, das ist ja schön. Die können wir mal archivieren. Es ist wieder ruhig. Klinik auf Omega. Commander, ich wollte Ihnen noch einmal dafür danken, dass Sie mich von diesen Batarianern gerettet haben. Ich dachte, ich hätte in Dr. Solos Klinik bereits alle Abgründe von Wut und Angst gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr seine Arbeit alles in geregelten Bahnen hielt und wie schlimm es wirklich war. Ohne Sie wäre ich jetzt tot. Danke. In der Klinik läuft es gut. Die Seuche ist dank Ihnen zum größten Teil besiegt und ich konnte den Rest ohne größere Probleme eindämmen. Die Blue Suns bieten mir ständig an, hier für Sicherheit zu sorgen. Aber ich halte lieber die Mechs aktiv. Ich werde denselben Fehler nicht zweimal begehen. Danke, Daniel. Haha. Kontakt mit... Oh nee, das ist was Neues, glaube ich. Oh, die beiden kenne ich schon. Den kenne ich auch schon. So, Berichten zufolge sind Sie derzeit im Omega-Nebel tätig. Wir möchten, dass Sie sich um die Sache mit auf dem nicht weit entfernten Planeten Lorek im Fatah-System kümmern. Scannen Sie die Planeten nach einer Basis, wo Eclipse unsere Informationen nach einem unserer Agenten festhält. Sie müssen eigentlich seinen Transmitter orten können. Holen Sie ihn raus und falls er nicht mehr lebt, gerettet werden kann, sichern Sie alle relevanten Informationen, die Eclipse von ihm erhalten hat. Der Auftrag ist streng geheim, Shepard. Wir verlassen uns auf Ihre Diskretion. So, so. Gut, Leute, dann würde ich sagen, lassen wir das mal für diesen Part mit dem Codex-Eintrag ausfallen, weil ich habe jetzt doch auch einiges vorgelesen. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.